Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe hier heute hier ein kleines Auswahlorakel mitgebracht. Und zwar geht es hier um das Thema, was würde dir jetzt in deiner Liebessituation hier helfen? Und da habe ich einmal bei Stapel 1 hier den Bergkristall mitgebracht, der für Klarheit in dieser Sache steht. Ja, dass man das Ganze klarer sieht. Dann habe ich hier im zweiten Stapel einen Mondstein mitgebracht, der für das Sehen selbst steht, für das Innere auch, ne, wo man vielleicht auch aus dem Inneren mehr Entscheidungen trifft. Und ja, du kannst dir jetzt hier mal einen Stapel von beiden aussuchen. Ich werde dir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Gerne kannst du auch hier Stopp drücken und in Ruhe überlegen, welche Stapel du jetzt nehmen würdest. So, ich hoffe, du hast dir jetzt einen Stapel davon ausgesucht und ich beginne jetzt hier mit dem Bergkristall. Also, wenn du dir den Bergkristall ausgesucht hast, du kannst dir natürlich auch zwei Situationen in der Liebe aussuchen. Wenn du vielleicht zwei Menschen hast, dann kannst du auch hier auf beide Situationen draufschauen. Ne? Das möchte ich nochmal noch mit dazu gesagt haben. Also, wenn du dir jetzt den ersten Stapel gewählt hast, dann schauen wir jetzt mal, was hier sich gerne zeigen möchte. Wir haben jetzt erstmal von den Engeln Ahnen den Druide, halte den Raum. Ne? Und in deiner Liebessituation sollst du jetzt hier deinen eigenen Raum halten, den du dir geschaffen hast. Ne? Wenn du dich also in einer Liebessituation befindest, wo von deinem Gegenüber nichts kommt, wo dein Gegenüber vielleicht im Rückzug ist, dann sollst du den Raum hier für dich selbst halten. Ne? Und hier auch in deiner wahren Kraft, in deiner wahren Macht und in der Kontrolle über dich selbst bleiben. Dann haben wir hier mit den schamanischen Traumorakel, haben wir hier die Netze auswerfen, Vorbereitungen zahlen sich aus. Ja, vielleicht bereitest du dich ganz gut vor, wenn ein Gegenüber jetzt zurückkommt. Ne, vielleicht kannst du dich aber auch selbst bei einigen anderen Dingen gut vorbereiten. Es geht hier darum, dass wir sowieso alle miteinander vernetzt und verwoben sind. Und ja, du sollst dich darauf vorbereiten, falls jetzt wirklich dieses Gegenüber zurückkommen sollte, ne, wenn er oder sie gerade nicht da ist, dass du dann hier vorbereitet bist darauf. Ne? Auf diese Gefühle, die vielleicht dann hier auf dich zukommen könnten. Ne? Nur mal mit dazu gesagt. So. Mal schauen, was die Wölfe hier sagen möchten. Komm in die eigene Kraft. Ne? Das ist jetzt hier für dich wichtig und das repräsentiert hier nochmal die Netze auswerfen. Ja, komme hier mit deinen eigenen Gefühlen in Einklang, dass du wirklich gut darauf vorbereitet bist und komme hier in deine Kraft rein. Ne? Stehe für dich selbst auch ein, ne? Möchte man jetzt sagen. Werde dir im Klaren über deine Gefühle zu diesen Menschen. Dann haben wir aus der Akasha-Chronik noch eine Karte und das ist der Erzengel Michael. Der Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum. Ja, wenn du in deiner Liebessituation vielleicht auch hier nicht weiterkommst, dann bitte Erzengel Michael darum, dich hier zu stärken, dir den nötigen Mut zu geben und auch den nötigen Schutz, den du hier brauchst. Ne? Dass du hier gelassen und in deiner klaren Energie hier bist, in deiner Liebessituation. Ja, dann haben wir hier mit meinem Tarot der Sinne. Oh, die Kraft. Ja, und schon wieder sind, das Universum ist mal wieder echt genial. Wir haben die doppelte Kraft hier drinne. Finde wieder in deine wahre und eigene Kraft hinein. Ne? Und das ist jetzt hier in deiner Lebenssituation wichtig für dich. Dann haben wir hier noch die sieben der Schwerter. Ja, es ist ja ein Rat in deiner Situation. Ne? Löse diese Enttäuschung auch auf. Und wenn wir diese beiden Karten jetzt zusammen sehen, könnte es wirklich sein, dass hier ein Verrat, eine Enttäuschung stattgefunden hat bei dir und einem Gegenüber und du jetzt wieder hier das auflösen sollst, ne, vielleicht auch vergeben sollst, vorausgesetzt du kannst es auch, ne, da vergeben und dass du hier wieder in deine eigene und wahre Kraft zu dir selbst findest.
Dann haben wir hier noch die Fische, ne? Die Fische, die sagen, es geht hier um Gefühle, es geht um tiefe Gefühle, dass du deine Gefühle wirklich im Einklang hältst. Und jetzt schaue ich mal hier noch die zweite an. Ja, es nagt ja hier an deinen Gefühlen, ne? Und deswegen sollst du dieses Nagende hier wirklich angucken in deinen Gefühlen, damit du wieder in deine wahre Kraft finden kannst. Also für alle, die Stapel 1 gewählt haben, geht es hier wirklich von einer Enttäuschung, von einer Verletzung, ne, sich zu befreien, wenn den Gegenüber Schluss gemacht hat, sich zurückgezogen hat und dann wiederkommt, sollst du gut vorbereitet sein hier in dieser Energie. Du sollst also dann in deiner Kraft sein, damit du damit auch gut zurechtkommen kannst, ne? Und ja, wie gesagt, die Mäuse, die nagen hier an deinen Gefühlen, an deinen Emotionen und da sollst du ein bisschen aufpassen in deiner Situation. So, und jetzt, was möchte das Liebesorakel jetzt noch in deiner Situation sagen? Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, ne? Schaue hier, dass die Energien ausgeglichen sind bei euch, ne? Dass die Balance gehalten wird, dass es hier wirklich um Geben und Nehmen geht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rede vielleicht auch mit diesen Menschen darüber, dass hier ein Gleichgewicht herrscht, ja. Und wenn man dann immer noch nichts reingibt, dann würde ich mich da auch verabschieden, weil das Ganze bringt dir nichts und das zieht dir Energie. Ne? Und wir sehen ja schon, dass es hier an deinen Gefühlen sehr, sehr nagt. Ne? Und das meinte ich, finde hier in deine wahre Kraft zu dir selbst zurück. Lass das nicht mit dir machen. Ne? Und finde auch die Balance hier wieder. Ja, das ist jetzt alle für die, die Stapel 1 gewählt haben. Und jetzt geht's zu Stapel Nummer 2. Und da haben wir ja den Mondstein hier. Und der Mondstein ist ja auch für das Innere, für die inneren Emotionen, ne? Für das Seelenselbst. Und da bin ich jetzt gespannt, was hier der Mondstein sagt. Ja, was ist in deiner Liebessituation jetzt hier wichtig? Die Friedensbewahrerin und die sagt, lass das Recht haben müssen sein. Ja, vielleicht bist du hier eine Person, die immer, also ich diese Karte hatte ich auch noch kaum, ne? Vielleicht bist du hier eine Person, die immer Recht haben will. Vielleicht ist aber auch dein Gegenüber jemand, der immer Recht haben will. Ne? Also zündet euch hier bitte die Friedenspfeife füreinander an und regelt das wirklich hier im Ruhigen, diese Situation, ne? Eure Liebessituation. Man muss nicht immer nur Recht haben müssen. Ne? Man kann natürlich auch mal nachgeben. Wichtig ist es, dass das hier alles friedlich abläuft. Dann haben wir hier das fernere Tor, das Vermächtnis. Ne, das sagt ganz einfach, geh da einfach mal hindurch, geh durch deine Schattenseiten, geh durch deine Ängste einfach auch mal durch. Und hier hinten kommt ja schon der Sonnenschein wieder vor, die Sonne. Ne, man weiß zwar nicht, was hier dahinter ist, aber es scheint was Gutes zu sein, was hier ein Licht erhellen wird. Ne? In deiner Liebessituation. Die Wölfe sagen, ruh dich mal aus und hör auf deine Instinkte. Ja, in deiner Liebessituation ist es jetzt wichtig, dass du dich hier mal ein bisschen ausruhst, dass du dir mal ein bisschen Ruhe gönnst, dass du vielleicht auch mal wieder Kraft tanken kannst, ne? Damit du hier auch wieder in deine Kraft kommst und dass du vor allem auch auf dein Inneres hören sollst, ne? Das sagen die Wölfe ja auch. Höre auf deine Instinkte, auf dein Inneres. Dann haben wir hier den Missbrauch. Mach dein eigenes Wohlergehen zu deiner höchsten Priorität. Ja, das ist immer das, was ich sage. Wenn es dir gerade nicht gut geht, ne, kümmere dich bitte nicht so viel um andere, wird mir gerade reingegeben. Ne, vielleicht kümmerst du dich gerade zu viel um andere Menschen. Du sollst dich da mal ein bisschen zurücknehmen. Du kannst es weitermachen, aber man kann sich am besten, man kann am besten für andere da sein, wenn man sich gut selbst auch um sich gekümmert hat. Dann hat man viel, viel mehr Kraft. Ne? Das soll ich jetzt nochmal hier durchgeben. Auch in deiner Liebessituation, vielleicht kümmerst du dich zu viel um dein Gegenüber. Dein Gegenüber versucht vielleicht dann auch immer hier in gewissermaßen dich zu, ja, dich zu brauchen, ganz einfach. Und du sollst jetzt aber auch mal an dich denken. Ne?
Dann haben wir hier die 6 der Stäbe und die kündigt Erfolg an. Hier wird auf jeden Fall was erfolgreich werden in deiner Liebessituation. Ne, wir schauen aber auch nochmal hier drauf auf diese Karte. Ja, man versucht hier eine Lösung zu finden, einen Wandel für etwas. Ne? Und ja, dieser Wandel, der verspricht auch Erfolg, verspricht auch Anerkennung. Also das hat auf jeden Fall hier, ne, wird erfolgreich werden, dieser Wandel. Genau, eine Situation einfach zu wandeln. Ne? Oh, dann haben wir hier die Liebe mit dabei und die Zeit. Ja, mit der Zeit wird hier wieder viel, viel mehr Liebe in eure Situation reinkommen. Ne, vielleicht ist ja auch schon eine ganz lange Zeit die Liebe mit dabei. Aber man wird natürlich auch wissen, dass es hier Liebe ist bei euch. Na? Genau so. Und jetzt gucken wir mal noch, was die Herzkarte sagt für euch zum Abschluss. Romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Ja. Also es ist doch eindeutig, ne? Also mir wird hier wirklich mit den ganzen Karten durchgegeben, auch manchmal so ein paar Konflikte, ne? Versuch nicht immer da Recht haben zu müssen. Dein Gegenüber soll vielleicht auch nicht immer versuchen, Recht haben zu müssen. Es geht ganz einfach darum, dass man auch mal hier eine Situation so ein bisschen wandelt, ne? Dass man mehr alles friedlicher miteinander macht, damit hier auch damit das Ganze auch einen Erfolg dann hat, ne? Und dann wird man mit der Zeit merken, hier ist ja wirklich die wahre Liebe mit dabei, ne? Und ja, Amors Pfeil hat getroffen. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ciao, ciao.